Eigentlich gibt es keinen Grund zur Sorge. Die DFB-Elf im Soll, Platz 1 in der WM-Qualifikationsgruppe. Joachim Löws Mannschaft nimmt Kurs auf Brasilien 2014, wo sie zum engen Favoritenkreis zählt. Alles läuft wie geplant, doch plötzlich verblüfft Teammanager Oliver Bierhoff mit ungewöhnlichen Worten. Turnier in Brasilien haben wir großen Respekt vor. Ist eigentlich für eine europäische Mannschaft, auch für uns, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dort zu gewinnen. Wenn man das mal schaut, also da müssen wir uns bewusst sein, das ist nicht irgendwie so selbstverständlich, auch wenn wir hier die Qualifikation gut spielen. Ein Ding der Unmöglichkeit für die talentierteste deutsche Mannschaft seit Generationen. Motivation klingt anders. Schlagzeilen folgen, Bierhoff schreibe den WM-Titel ab. Eine eher unglückliche Aussage, die sich inhaltlich im Kern auf ein konkretes Problem bezieht, nämlich, dass eine europäische Mannschaft in Südamerika noch nie Weltmeister geworden ist und dass die Bedingungen für eine DFB-Elf ungewohnt sind. Weil einfach die Reisestrapazen während so einem Turnier gerade nach Spielen schon stark zu berücksichtigen sind und man teilweise auch mal mit 3, 3,5, 4 oder 4 Stunden Flug rechnen kann, je nachdem, wo es hingeht. Reisestrapazen haben bei einer Weltmeisterschaft naturgemäß die meisten Teilnehmer und Deutschland zählt nach wie vor zu den Favoriten, weiß auch Bierhoff. Unmöglich macht es die Mission Brasilien für das DFB-Team nicht. Vermutlich versucht da nur jemand kräftig, die nationale Erwartungshaltung herunterzuschrauben.